Hi, mein Name ist Lina und willkommen zu einem neuen Format. DG. Aber was ist das? Kann man das essen oder trinken oder verkaufen? Nein. Ah. Das heißt einfach dumme Gedanken. Da unten. Kann man das nun essen oder nicht? Für die erste Folge DG habe ich für euch dumme Gedanken beim Lernen vorbereitet. Und was ihr als nächstes sehen wollt, könnt ihr selber entscheiden. Schreibt dazu einfach in die Kommentare DG beim Lasst euch was Kreatives einfallen. Ja, und jetzt das Video. Dumme Gedanken beim Lernen. So, heute ist ein perfekter Tag, um einen Vortrag vorzubereiten. Okay, eine andere Wahl habe ich auch nicht. Er muss schon morgen fertig sein. Wieso habe ich die Arbeit nicht über die 2 Wochen aufgeteilt, die wir dafür bekommen haben? Beruhige dich, du bist stark. Apropos stark, wollte ich nicht seit letzter Woche mit Fitness beginnen? Okay, ich mache lieber mit dem Vortrag weiter. So, wir setzen uns jetzt hin und öffnen den Laptop. Wenn ich jetzt die Einleitung schreibe, kommt alles andere schon von selbst. Interessant, wie viele Buchstaben in so eine Zeile passen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verdammt, verzählt. Oh, irgendwie ist mir langweilig. Soll ich vielleicht rausgehen? Ah, stimmt, der Vortrag. Mist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hungrig bin. Warte. Dieser Cereal sieht aus wie eine Ente. Knack, das muss ich fotografieren und Dima schicken. Und das sieht aus wie ein Auge von einem Roboter. Oh, eine Fledermaus. Was ist denn das für ein interessanter Fleck? Etwas Wichtiges vergessen habe. Ah, stimmt. Dima aus dem Keller rauslassen. Er hat seine Schuld bestimmt schon eingesehen. Ich hoffe, dass er jetzt endlich verstanden hat, dass man Blumenerde nicht essen darf. Ha, der Vortrag! Ich bin so motiviert wie noch nie. Überhaupt was mit dem Vortrag. Ah, ich habe mal irgendwo gelesen, dass klassische Musik dabei helfen soll, sich besser zu konzentrieren. Das ist es. Lina, du musst den Vortrag vorbereiten. Einfach so auf die Tastaturknöpfe zu drücken, bringt mich auch nicht weiter. Ich frag einfach mal Stefanie, wie weit sie gekommen ist. Hey Stefanie, hast du schon den Vortrag fertig? Nein, bin am Arsch. Ich habe noch gar nicht angefangen. Puh, mir fällt der Stein vom Herzen. Und jetzt ein paar Memes auf Instagram abchecken. Okay Leute, so viel dazu. Falls euch das Video gefallen hat, dann... Gebt mir einen Like, sonst bin ich traurig und werde dann die ganze Nacht wie ein kleines Baby mit vollgeschissenen Windeln heulen. Genau, und das wollen wir bestimmt nicht, oder? Abonnieren nicht vergessen. Bip, bop, bop, bip, bop, bop.